Im Land des Vampirs. Erster Teil eines Dreiteilers nach dem Roman von Jason Dark. Ich lenkte meinen Bentley dorthin, wo der Nebel am dicksten war. Die Stelle hatte mir Jan Ziegler genannt, ein Privatdetektiv, der mich treffen und mir etwas zeigen wollte. Eine heiße Sache. Und jetzt stand ich hier, kurz vor Mitternacht. Das Fenster hatte ich runtergefahren, um besser sehen und hören zu können. Eine finstere Gegend, diese Londoner Docks, und außerdem voller Gesindel. Ob mich dieser Jan Ziegler reinlegen wollte? So ganz lupenrein war der nicht. Na endlich, dass diese Kerle nie pünktlich sein können. Naja, bei dem Nebel. Hey, hey, Ziegler! Ja, hier bin ich. Soll das, Ziegler? Nehmen Sie das Messer weg. Bleib ganz ruhig sitzen, Junge. Sonst zieh ich dir die Klinge durch die Gurgel. Sie haben mich mit einem Satz überzeugt. Das freut mich. Aber vielleicht halten Sie das Messer ein bisschen weiter weg. Wieso? Ich bin schon rasiert. Denkste, was kommt erst? Was darf's denn sein? Die Mäuse her. Hantiert kaum, Junge. Bin armer Angestellter. Hast du das gehört, Kumpel? Der Ärmste. Es hat ihm nur bis zum Bentley gereicht. Lass ihn mal aussteigen und gib ihm die Adresse vom Rolls-Royce-Vertreter. Was wollt ihr nun? Mir einen Rolls verkaufen oder mein Geld? Steige aus. Keine Mädchen, sonst geht mein Ballermann los. Bewaffneter Raubüberfall, gibt 2 Jahre mehr. Der junge Tumor. Sie empfehlen mir Rolls-Royce, ich sage Ihnen die Preise für den Bentley. Steig jetzt aus. Nimm das Messer weg, sonst geht es nicht. Okay. Aber denk an die Kanone. Welch zartfühlende Aufmerksamkeit. Hab ich von meiner Mutter. Was? Das Feingefühl. Und das hab ich von meinem Vater. Au! Schieß, Ben! Der Idiot, geh aus dem Weg! Ich kann nicht, der hält mich fest! Ja, lass ihn fallen! Lieber nicht, sonst kratzt dich dein Messer am Hals! Alter, mach doch was! Hier hast du deinen Kumpel mit einem Tritt! Rückseite! Aua, du Idiot, du reißt mich ja um! Ja, ich kann doch nicht dafür! Hier einen Tritt gegen die Kanone! Mein Revolver ist weg! Hau ab! Halt! Stehen bleiben! Polizei! Die sind ja schneller als der Schall. Und bei dem Nebel hat es keinen Sinn, hinterherzulaufen. Gut gemacht, Mr. Sinclair. Ah, Sie sind Mr. Ziegler. So ist es. Scharf kombiniert. Wäre mir erspart geblieben, wenn Sie pünktlich gewesen wären, Mister. Sie könnten freundlicher sein. Ich bin doch die Freundlichkeit selbst. Na ja, dann ist ja keine Steigerung mehr möglich. Na also, lassen Sie schon mal was hören. Der Fall ist ernst, Sinclair, und brennt heiß. Sie wissen doch, womit ich mich beschäftige, Ziegler. Deshalb. Das Ding fällt in Ihr Ressort. Wer oder was? Fariak Cosmetics. Wie sind Sie darauf gekommen? Sie behalten es für sich? Wenn mich keiner fragt. Industriespionage. Ach. Ich dachte, Sie machen nur noch Ehescheidungen. Ist zu karg. Oh, glaube ich. Bei den Unkosten für die Imkerei. Sie mögen keinen Honig, hm? Doch, aber nur echten.
Sie sind so eine Art Naturbursche, so ein Öko-Freak. Sie haben es erfasst. Liebt nur den wilden Honig. Mr. Ziegler, wir kommen vom Thema ab. Okay. Also, Fariak Cosmetics. Die haben doch ihren Sitz ganz woanders. Richtig, aber die Produktion? Ja, die doch auch. Ja, aber hier haben sie Speziallabors. Ach so, und deshalb? Sie sind ein kluger Junge. Was stellen die hier denn her? Ich denke, Parfum, Rasierwasser, Lippenstifte. Mr. Ziegler, sollten Sie mich zur nächtlicher Stunde hierher gelockt haben, um mir Fariaks Parfum für die teure heimische Biene vorzuführen, dann lernen Seien Sie mich Sie aber... Seien Sie nicht zu spitz. Lassen Sie sich doch mal überraschen, Oberinspektor. Aha, so eine Art Weihnachten, wie? Hier ist es. Leise. Aha. Wie kommen wir da rein? Mach ich schon. Inspektorchen. Gibt's hier keinen Nachtwächter? Das letzte Mal war keiner da. Kommen Sie, Licht können wir keins machen. Ja, Ihre Taschenlampe reicht ja. Hier geht's rein. Sie kennen sich aber gut aus. Ist schon auf. Vorsicht, Vorsicht! Steht alles voll mit Reagenzgläsern, Flaschen und so einem Glaskram. Und wo ist das, was Sie mir zeigen wollen? Bleiben Sie hinter mir. Alles gut. Hier ist es. Ich sehe nichts, Mister. Hinter dieser Tür. Riechen Sie auch diesen süßlichen Geruch? Ja. Wissen Sie, was das ist? Ja. Sehen Sie die vier Glasbehälter? Ja. Und was ist darin? Eine dunkle Flüssigkeit. So dunkel wie... Blut. Richtig. Woher wissen Sie das? Ich habe es beim Eintritt gerochen. Okay. Und jetzt frage ich Sie, was wollen die mit dem Blut? Ach, keine Ahnung. Wozu man Tierblut bei der Kosmetikherstellung braucht? Das ist kein Tierblut. Kein Tierblut? Nein, Menschenblut. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe es nachprüfen lassen. Kein Zweifel möglich? Nein. Das ist hart. Aber das ist noch nicht alles. Aha. Noch eine Überraschung? Ja. Aber da müssen Sie alleine hingehen. Und was ist das? Gehen Sie geradeaus, bis Sie vor die Querwand kommen. Ich stehe davor. Fällt Ihnen nichts auf? Doch, die Wand leuchtet rötlich. Ja. Ich sehe aber keine Lampe, die Sie anleuchtet. Sehen Sie mal nach oben! Ich werde verrückt. Ich hab's Ihnen ja gesagt. Ein riesiges Mosaik. Und oben links, haben Sie es gesehen? Verdammt nochmal, ja. Zwei Vampire. Und unten sind Frauen und Mädchen, die zu Ihnen hochsehen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nein, bis jetzt noch nicht. Ist ein heißes Eisen, was? Na, kommen Sie doch mal her, Ziegler. Nee. Mich kriegen Sie da kein zweites Mal hin. Die Frauen haben alle altmodische Kleidung. Na, das ist mir auch aufgefallen. Was für ein Jahrhundert kann das sein? Keine Ahnung. Mittelalter. Ja, da gibt's nur eins. Gott? Mr. Fariak persönlich befragen. Ach, wie wollen Sie ihm erklären, dass Sie da... Da haben wir unsere Tricks. Na gut. Ist auch nicht mein Bier. Ich möchte nur wissen, wieso die Wand von innen heraus so leuchtet. Da habe ich mich auch schon gewundert. Ich muss fühlen, ob sie warm ist. Lassen Sie das lieber sein, Sinclair. Weiß der Teufel... Ach, was? Was ist? Was ist denn? Aber ich konnte Jan Ziegler nicht mehr antworten. Kaum hatte ich die Wand berührt, als meine Hände in sie hineingezogen wurden. Sie gab nach. Alle Gesetze der Physik waren aufgehoben. Ich wollte rufen, öffnete den Mund, aber kein Ton kam heraus. Immer tiefer versank ich in dem Mosaik. Die Wand war der Einstieg in eine andere Dimension. In die Vergangenheit. Ziegler! Sinclair! Sinclair, wo sind Sie? Hören Sie auf! Machen Sie keinen Quatsch! Kommen Sie, ich gehe jetzt! Er kann doch nicht so plötzlich und lautlos verschwinden. Außer uns ist doch niemand hier. Sinclair! Ich schaue jetzt ab!
Verdammt, bin ich ein Idiot. Das gibt Ärger mit der Polente. Nur gut, dass es keine Zeugen gibt. Ich streite alles ab. Sinclair! Sind Sie's? Nein, da muss ich das gewesen sein. Vielleicht ist es langsam runtergerollt. Verdammt, da ist noch einer. Jetzt aber raus. Gleich bin ich an der Tür. Nein! Komm her! Du willst doch durch die Tür. Nein, nicht! Wenn du nicht gehen willst, nee, dann trage ich dich hindurch. Als Leiche! Der Schlag mit der langen Klinge traf Ziegler im Nacken. Langsam fiel er nach vorn. Sein Mörder bückte sich, hob die Leiche an und schleifte sie hinaus. Draußen warf er sie sich über die Schulter. Keiner sah die Gestalt in der roten Kutte, als sie den Toten in die Themse fallen ließ. Sie wurde sofort von der Strömung mitgerissen. Es war wie so oft diese Reise in eine andere Dimension. Ich schwebte, taumelte, überschlug mich, torkelte, Bilder und Farben rasten vorbei. Das Bewusstsein schwand. Als ich erwachte, lag ich in einem herbstlich gefärbten Wald, also die gleiche Jahreszeit wie in London. Ich prüfte nach, meine Waffen hatte ich noch. Ich rappelte mich hoch und wanderte los. Noch ahnte ich nicht, was für eine Überraschung auf mich wartete. Bei einer Wegbiegung öffnete sich der Blick ins Tal auf einen breiten Strom. Ich kannte ihn. Kommissar Mallmann hatte mir einmal eine Ansichtskarte geschickt. Mit diesem markanten Felsen. Die Lorelei. Aber die Schiffe auf dem Fluss? Alles Segelboote. Kein einziger Dampfer. Keine Eisenbahn. Jetzt dämmerte es mir. Ich war in eine andere Zeit versetzt. Um Jahrhunderte zurück. Besser, ich versteckte mich. Vorwärts! Los! Schneller, du Schindmäher! Nein! Söldner Pack! Hexe, verdammte Hexe! Hört auf! Verschwinde! Lass dich ja nicht mehr blicken! Sonst holt dich der Teufel! Hört endlich auf! Wer holt sie sowieso? Vom Scheiterhaufen oben runter! Lass mich in Ruhe! Wenn du noch einmal im Ort auftauchst! Ach, lass sie, die hat genug! Komm, wir kehren um! Der Gaul geht durch! Jetzt jagte der Planwagen an meinem Versteck vorbei. Ich startete. Es gelang mir, die am Boden schleifenden Zügel zu fassen. Wallenstein. Ich danke euch, Fremder. Ja, ist ja noch mal gut abgegangen. Wenn ihr nicht gewesen wärt... Ach, so schlimm war es ja nun auch wieder nicht. Doch, es war sehr schlimm. Ganz schlimm. Sprechen wir von was anderem. Ich danke euch nochmals. Dafür halte ich Ihnen das Pferd immer an. Ihr seid fremd hier? Ja. Deshalb sagt ihr so etwas. So etwas? Ja, ich... seht ihr nicht, was ich bin? Ja, doch. Ein wunderschönes junges Mädchen. Danke, Herr. Aber... Glaubt ihr mir nicht? Viele Männer haben es mir schon gesagt. Trotzdem werden wir gemieden. Das verstehe ich nicht. Gemieden? Ja. Weswegen? Wir sind Zigeuner. Ach so. Und das ist alles? Ja, wir werden überall bedroht und verjagt. Das war doch nicht richtig. Wo wollt ihr hin? Nirgendwo.
Ich, Dann steig zu mir auf den Sitz. Oh, danke. Und wo geht Ihre Reise hin? Unsere. Wie immer. In Feld und Wald. Wie heißen Sie? Ilona. Verzeiht, dass ich es nicht schon längst gesagt habe. Mein Name ist John Sinclair. Ah, das klingt gar nicht deutsch. So, ja, ich bin auch nicht von hier. Ja, durch den schrecklichen Krieg sind so viele fremde Völker ins Land gekommen. Bist du denn von hier? Nein, wir kommen aus Ungarn. Ein weiter Weg. Ja, genauer gesagt aus Transsilvanien. Bis hier? Ja. An den Rhein? Es ist doch der Rhein. Oh, warum fragt ihr, hoher Herr? Sag doch einfach John zu mir. Wart ihr noch nie hier, John? Ja, ich bin erst heute gekommen. Ihr tragt doch so fremdartige Kleidung. Ich hatte noch keine Zeit, mir andere zu besorgen. Es ist Vollmond. Ja. Hat das was zu bedeuten? Ja, dann ist er wieder unterwegs. Wer? Der Graf. Welcher? Siehst du die Burg dort drüben? Ja. Auf der anderen Flussseite. Ja. Der ist es. Wie nennt er sich? Graf Farjak. Farjak? Kennst du ihn? Nein. Warum? Du bist so erstaunt? So? Die meisten bekommen Angst, wenn sie seinen Namen hören. Wieso? Er ist kein Mensch, sagen die Leute. Sondern? Ein Blutsauger. Ein Vampir? Ja. Und bei Vollmond ist er unterwegs. Niemand kämpft gegen ihn? Keiner wagt es. Er hat zu viele Helfer. Aber es muss doch Mittel geben. Ja, die Leute hängen auch Knoblauch an die Fenster. Aber damit wird er ja nur abgeschreckt. Ja, und nicht vernichtet. Aber es muss doch hier Männer geben, die wissen, wie man Vampire bekämpft. Kaum. Der große Krieg hat viele hinweggerafft. Welcher große Krieg? Das weißt du nicht, John? Ich habe in meiner Heimat schon davon gehört. Er hat 30 Jahre gedauert. 30 Jahre? Von 1618? 1648? Ach, du weißt es doch. Du willst mich nur auf den Arm nehmen. Viel lieber würde ich dich in den Arm nehmen. Oh, du musst mich nicht verspotten, John. Nur weil... Weil? Was? Nur weil du gemerkt hast, dass ich dich mag? Ich mag dich auch. Bestimmt? Sehr. Brrr, Wallenstein. Wir sind da. Wir werden hier übernachten. Ein geschützter Platz. Du wirst bei uns schlafen? Wer ist uns? Mein Vater. Vater, wir sind da. Ja, ich komme, Kind. Wir haben einen Gast. Er heißt John Sinclair. Ah, ja. Ich habe euch schon gehört. Guten Abend, Herr John Sinclair. Guten Abend, Herr... Marek. Marek? Stefan Marek. Stefan, ja, natürlich. Wie meinen Sie das? Ich kenne jemanden mit gleichem Namen, aber der heißt František. Oh, unser Name ist nicht gerade selten. War es Zufall, dass mir ein Marek in der Vergangenheit begegnete, der ein Vorfahre von Marek, dem Pfähler, sein konnte? Die Zukunft oder die bereits vergangene Zukunft würde es zeigen. Es war ein ganz schönes Durcheinander mit der Zukunft und der Gegenwart und der Vergangenheit. Aber das konnte ich den beiden nicht sagen. Der alte Marek hatte mit Hilfe meines Feuerzeugs ein Feuer angezündet, einen halben Hasen darauf gebraten, den er dann verteilte. Ilona hatte sich an mich geschmiegt. Vielleicht haben wir morgen satt zu essen.
Sind die Lebensmittel denn so knapp? Das nicht, aber sie verjagen uns immer vom Markt, weil wir Zigeuner sind. Zu wem gehörten diese Reiter, die dich vertrieben haben? Versprengte Söldner, die für Geld alles machen. Haben sie dir etwas getan, Ilona? Nein. Sie werden wiederkommen. Ich kenne diese Kerle. Bleibst du bei uns, John? Ja. Bei mir? Ja. Meine Frau ist von marodierenden Soldaten geschändet und umgebracht worden. Es ist ja schrecklich. Und meinen Sohn haben sie damals, als er noch ein Junge war, verschleppt. Was, dein Sohn? Ja, warum? Was ist daran so ungewöhnlich? Nein, nein, nichts. Deshalb sind wir hier. Ach, du suchst nach ihm? Ja. Seine Spur führt hier an den Rhein. Zu dem Grafen? Nein, Karel hat nichts mit diesem Vampir zu schaffen. Er ist... Was ist er? Nichts. Ich wollte nur sagen, er ist ein echter Marek. Was meinst du damit? Ein Marek gibt sich nicht mit Blutsaugern ab. Jedenfalls nicht so. Karel muss jetzt 25 Jahre alt sein. Wieso seid ihr so sicher, dass er in dieser Gegend ist? Wir Zigeuner halten immer Verbindung miteinander und untereinander. Und da habt ihr das erfahren? Ja, so ist es. Es ist spät geworden. Ich gehe schlafen. Ja, Vater. Und du kümmerst dich um unseren Gast, nicht? Ja, Vater. Ich vertrete mir noch ein wenig die Füße. Ich komme mit. Entfernt euch nicht zu weit vom Wagen. Nein, Vater, keine Sorge. Gute Nacht, Stefan. Gute Nacht, John. Darf ich mich einhängen? Gern. Ich weiß einen schönen Platz, wo wir eine schöne Aussicht haben. Dann lass uns hingehen. Wie kleiden sich die Frauen in deinem Land? So ähnlich wie du. Wirklich? Wirklich. Du hast so seltsame Dinge bei dir. Was meinst du? Das Ding, mit dem du Feuer in der Hand machst. Mein Feuerzeug. Das ist bei uns üblich. Ich möchte dein Land gerne kennenlernen, John. Nimmst du mich mit? Das wird nie möglich sein, Ilona. Warum nicht? Magst du mich nicht? Doch, sehr. Aber ich komme aus der Zukunft. Aber wie ist das möglich? Tja, wenn ich das wüsste. Hier liegt ein Baumstamm, John. Ah ja, setzen wir uns doch. Ja. Eine herrliche Aussicht. Bis hinüber zur Burg. Ist alles hell beleuchtet dort. Es interessiert dich? Ich möchte gerne in die Burg. Der Graf ist sehr gefährlich. Er würde dich sofort töten. Ja, dazu gehören zwei. Wir dürfen hier nicht lange sitzen bleiben, sonst kommt er. Er kann uns doch nicht sehen. Hast du eine Ahnung? Vampire können alles. Glaubst du daran? Oh ja, ich hab sie schon gesehen. Es sind riesengroße Fledermäuse. Aber es gibt doch Mittel dagegen, Ilona. Ja, ich weiß. Vater hat einen Eichenpfahl. Ja, ja, ich hatte auch einmal einen Eichenpfahl von einem Marek. Hast du ihn noch? Nein. Ich habe einen besonders gefährlichen Vampir damit gepfählt. Und? Er hat sich zusammen mit dem Blutsauger aufgelöst. Das ist schade. Und was machst du jetzt? Ich habe noch andere Waffen. Ja, Knoblauch. Vater hängt ihn jeden Abend vor den Wagen. Und? Was machst du? Ich habe mich immer irgendwo verkrochen. So. Ja, jetzt lachst du mich aus. Aber nein. Jeder hat seine eigenen Mittel gegen die Blutsauger. Hast du auch ein Mittel gegen die Kälte, John? Aus meinem Land? Ein neues? Nein.
Ein ganz altes. Und was ist das? Komm. Komm, kleine Ilona. Du süßes Mädchen. Du hast sehr zarte Hände, John. Was die alles machen. Komm. Komm. Ja, John. Verdammt! Was ist denn, John? Dort drüben. Wo? Auf dem Felsen. Ein Vampir. Eine große Gestalt. Das ist der Graf. Und noch vier Vampire umkreisen ihn. Jetzt kommen sie zu uns. Schon möglich. Lass uns hier weggehen. Ich fürchte mich so. Du brauchst keine Angst zu haben. Sie haben ein Opfer gefunden. Ich beschütze dich. Gegen vier Vampire? Meine Waffen sind sehr wirkungsvoll. Lass uns trotzdem zum Wagen Dann gehen. Komm. Komm. Neben dem Wagen steht eine Eiche. Willst du dir einen Pfahl schnitzen? Ja, gibst du mir ein Messer, Ilona? Wir haben auch Weihwasser. Bring beides. Nach einer halben Stunde war der Pfahl fertig. Ich übergoss ihn mit Weihwasser. Dann legte ich mich unter den Wagen und fiel in einen unruhigen Schlaf. Wirre Träume verfolgten mich. Irgendwann in der Nacht wurde ich wach. Mein Sinn für Gefahr hatte mich aus dem Schlaf gerissen. Verdammter Blutsauger! Nimm das hier! Daneben! Diesmal trifft dich der Pflock ins Herz! Das hat dir noch nicht gereicht? Du willst noch einen? Komm her, Blutsauger! Diesmal hat's gesessen. Was ist los, John? Vampire! Vorsicht! Da kommt einer auf dich zu! Ich pfähle ihn! Was ist los? Warum ist so ein Lärm? Zwei Vampire haben uns angegriffen, Ilona. Aber wir haben sie vernichtet. Mit den Eichenpfählen? Ja, du weißt es. John hat mir erzählt, dass er deinen Eichenpfahl kennt. Nanu, wie das? Ja, in der Zukunft habe ich ihn von deinen Nachkommen erhalten. Diesen Pfahl hier? Ja, von einem František Marek. Oh, und du irrst dich nicht? Lass mich ihn genau betrachten. Hier, nimm ihn. Ja. Ja, er ist es. Das ist der Pfahl, mit dem ich Kalurak getötet habe. Ich kann es nicht glauben. Es ist aber so. In ungefähr 300 Jahren halte ich ihn wieder in den Händen. Das ist alles so unwahrscheinlich, so... Unmöglich. Ja. Wollen wir nicht noch ein bisschen schlafen? Das ist eine gute Idee, Ilona. Ja, komm mit in den Wagen, John. Draußen ist es jetzt zu kalt geworden. Ich denke auch. Die Gefahr ist vorbei. Zur gleichen Zeit liefen aber auch die Dinge in der Gegenwart weiter. Das Patrouillenboot der Londoner Hafenpolizei hatte bei seiner nächtlichen Rundfahrt einen Toten aus dem trüben Wasser gefischt. Mal sehen, ob er Papiere hat. Eine Brieftasche. Ja, hier, Sergeant. Ganz schön aufgeweicht. Kannst du es lesen? Jim oder Jan. Jan? Ja, Jan Ziegler. Was hat er da noch? Eine Lizenz als Privatdetektiv. Der hat wohl an der falschen Stelle geschnüffelt. Sieht so aus. Hey, hier ist noch was. Ein Zettel. Was von Bedeutung? Ja, eine Telefonnummer. Und Name. Oberinspektor John Sinclair. Den kenne ich. Der ist vom Yard. Vom Yard? Was treibt er dort? Befasst sich mit außergewöhnlichen Fällen. Schmeißen wir ihn aus dem Bett.
Da kann sich auch mal die Nacht um die Ohren schlagen. Richtig. Die feinen Pinkels liegen mit dem doppelten Gehalt auch noch nachts im Bett. Dem Jungen kann geholfen werden. Okay. Ich rufe an. Unter der Nummer meldete sich niemand. Das war auch schlecht möglich. Denn der Mann, dem sie gehörte, befand sich 300 Jahre in der Vergangenheit. Also rief der Polizist beim Yard an. Am nächsten Morgen war großer Kriegsrat bei Sir Powell. Zuko, Bill Connolly und Jane Collins nahmen daran teil. Johns Wagen war inzwischen gefunden worden und der Name Faria Cosmetics tauchte mehrmals auf. Sir James gab den Auftrag, die Firma unter die Lupe zu nehmen. Ich lebte, wenn auch in einer völlig anderen Welt. An einer Quelle hatte ich mich gewaschen. Wir haben nichts mehr zu essen, John. Im Dorf bekommen wir doch bestimmt etwas. Das sagst du so einfach. Haben wir eine andere Möglichkeit? Heute ist Markttag. Komm! Na dann los. Worauf warten wir? Eine halbe Stunde später hatten wir den Marktplatz erreicht. Wir stellen den Wagen dort zwischen die Bäume. Brrr, Wallenstein. Bleib schon hier stehen. Vater, wir sind da. Bind Wallenstein am Baum fest. Ja, Vater. Was soll das? Lass uns lieber hier fortgehen, John. Wohin denn? Einfach weg. Es hat keinen Sinn. Woanders geht's uns auch nicht besser. Da kennt man uns nicht. Vielleicht. Nein. Hier entscheidet sich unser Schicksal. Woher willst du das wissen, Vater? Ich fühle es seit Tagen. Hier werde ich Karel finden. Dann lass uns wenigstens von der Straße verschwinden. Die Leute starren uns an. Ja, wir suchen uns ein Gasthaus. Zum frommen Landmann. Das klingt gut. Da gehen wir hinein. Was starren die uns so an? Setz dich schnell, dann hört das auf. Hey, Halle! Wo bleibst du? Ich will noch ein Bier. Als ob, du Säufer! Sind noch mehr Leute da? Dir ist aber nicht auf den Mund gefallen, ne? Was ist denn Herrn gefällig? Stefan, was willst du? Essen und einen Wein. Und du, Ilona? Nur etwas zu essen. Für mich auch. Bei uns gibt's nur ein Gericht. Ah, macht nichts. Her damit. Ist recht, mein Herr. Prost, Ilona. Prost, John. Ah, schau, John. Da kommt ein fahrender Musikant. Ah. Hey, Musikus, schlag mal deine Laute. Ja, spiel! Los! Gebt ihm auch etwas? Na, sing doch erst mal. Ja. Ah, so hört ihr, Leute, die Moritat von einer Jungfrau, die sich der Lieb ergeben hat. Oh, bravo! Ja, fang schon an hier. Los, komm! Einst war ein Burgfräulein, ein Rittersmann wollte es freien. Da sprach das Burgfräulein zum Rittersmann gar nicht fein. Wenn ihr das Ende der Geschichte hören wollt, bitte ich um euren Beifall, auch in barer Münz. Ja. Komm her. Hier. Wie ist es mit euch, edle Herren? Hier hast du einen Batzen. Danke euch, euer Hochwohlgeboren. Verweilt einen Augenblick. Was steht zu Diensten? Sagt mir euren Namen, junger Mann. Ich bin ein fahrender Sänger. Der Name ist nichts. Sagt ihn mir, oder sagt mir, heißt du Karl? Wie kommt ihr darauf? Ja, so. Ja, ja, du bist es. Du bist mein Sohn. Karl. Karl. Vater. Mein Sohn.
Ich habe meinen Sohn wiedergefunden. Oh, Karel. Oh, Karel. Seit du verschleppt wurdest, hab ich dich gesucht. 5 lange Jahre. Das ist Ilona. Ja, das kleine Mädchen von damals. Anne, du bist schön geworden, Ilona. Trinkt auf unser Wiedersehen. Vater, du hast genug. Man kann nie genug haben. Was ist los? Warum wird es auf einmal so still? Oh, die Söldner. Von gestern? Ja. Ich habe es geahnt. Sie kommen hier rüber. Geh aus dem Weg, Kerl. Was, ich? Los, ein bisschen schneller. Ah! Was wollt ihr? Die schwarze Hexe da. Warum? Wir haben sie gestern aus dem Ort gewiesen. Es gibt kein Gesetz. Das Gesetz sind wir, Junge. Also komm, Mädchen. Sie bleibt hier. Sie kommt mit. Der Graf wird sie sehen. Nein, nein, meine Tochter geht da nicht hin. Das kommt gar nicht in Frage. Komm her oder wir holen dich mit Gewalt. John, hilf mir. Lass sie los. Was willst du, du komischer Gimpel, du? Ich zeig dir den Gimpel, du. Ergreif dich. Ja, Hauptmann. Lass sie los. Sie zerren mich weg. John. Lass sie los. Mal sehen, wie euch Judo bekommt, hä? Oh, verdammter Hund! Oder Jiu-Jitsu, hä? Und eine von oben auf die Rübe, hä? Jetzt hängt ihm sein Brennhut auf den Ohren. Ah, ich sehe nichts mehr. Hilf der Kamerad. Oh. Gib dein Schwert her, komm, du siehst sowieso nichts mehr. Na, hol es dir! Ich hab dich am Kopf getroffen! Ich mach mich ah. Ich komme, Ilona! Bin sie auf Pferd! Reitet los! Ilona! Ich stürzte hinterher, wollte Ilona retten. Da traf mich ein Schlag mit einem Holzknüppel am Kopf und die Lichter gingen aus. Sehr gut gekämpft, John. Ach, nein. Verdammt nochmal. Sie haben Ilona mitgenommen. Sie waren mehr und schwer bewaffnet. Wo ist sie jetzt? Auf dem Schloss. Da muss ich hin. Ich muss sie rausholen. Du weißt, was dich dort erwartet. Ja. Und ich weiß auch, was Ilona erwartet. Ich gehe mit dir. Ich auch. Ich nehme meinen Eichenpfahl mit. Wann brechen wir auf? Wir warten bis zur Dunkelheit. Dann ist es schon zu spät. Die meisten Vampire werden erst nachts munter. Der Graf wartet nicht so lange. Bis wir dort sind... Wir sollten gleich los. Das ist das Beste. Wir müssen nämlich auf die andere Rheinseite. Stromaufwärts ist eine Fähre, dort können wir übersetzen. Wie lange brauchen wir, bis wir an der Burg sind? Über den Rhein, den Berg hoch, 3 bis 4 Stunden. Oh, dann ist höchste Eile geboten. Ja. Sonst sehen wir Ilona nur noch als Vampirin wieder. Plötzlich schlug das Wetter um. Die Sonne verschwand hinter schwarzen Wolken. Sturm fegte über das Wasser und wühlte es auf. Die Wellen gingen hoch. Der Fährmann weigerte sich, uns überzusetzen. Nur mit viel Überredungskunst und dem doppelten Fahrpreis gelang es ihnen, zum Fahren zu bewegen. Er kriegt das Segel nicht hoch. Wir müssen ihm helfen. Fass an. Hilft mir festhalten. Gib das Seil! Etwas nachlassen, Fährmann! Ja! So! Das Boot fliegt ja nur so dahin. Ja, bei dem Sturm. Hoffentlich überleben wir das. Das ist nicht die eigentliche Gefahr. Was denn sonst? Der Graf, die Vampire. Es ist noch nicht Nacht. Aber so gut wie, die Sonne ist weg. Ja, da hast du recht. Und er weiß von den Söldnern, dass Ilona nicht allein ist. Also, dass wir kommen? Ja! Du musst die Umgebung beobachten. Ich nehme die linke Seite. Dort oben, in den Wolken. Da bewegt sich was. Wo? Mehr links. Ich sehe nichts. Achtung, Karl! Was ist? Ein Vampir! Wo? Von rechts,
Aua! Der Fährmann ist getroffen! Er hat das Segel losgelassen! Au! Wir kentern! Ich hab's wieder im Griff! Der Vampir kommt von vorn! Ja, ich seh's! Er greift den Fährmann wieder an! Wir müssen ihm helfen! John! Bleib zurück, Karl! Ich hab eine Pistole! Hilft mir! Er hat den Schiffer umgerissen! Das macht nichts mehr! Der Vampir ist tödlich getroffen! Womit hast du auf ihn geschossen? Er zerfällt ja! Silberkugeln! Wir treiben auf die Klippen zu. Wir laufen am Ufer auf. Ja! So, Karel. Und jetzt, wie kommen wir zur Burg hoch? Ja, es gibt zwei Wege. Einen Fußpfad und einen für Fuhrwerk. Wollen wir nicht erst unsere Kleider trocknen? Dafür ist keine Zeit mehr, Stefan. Jede Minute zählt, Vater, wenn wir Ilona retten wollen. Ja, ja, ihr habt recht. Jede Minute, die dieser Vampir noch lebt, ist zu viel. So ist es. Ilona schrie. Dann fiel die schwere Holztür krachend ins Schloss. Sie stand im Dunkeln. Eine Treppe führte hinab in die Tiefe, das hatte sie noch gesehen. Als sie den ersten Schreck überwunden hatte, begann sie langsam den Abstieg. Nach einiger Zeit sah sie einen schwachen Lichtschimmer vor sich. Da hinten ist eine Tür. Ob sie offen ist? Aber was ist dahinter? Fariaks Thron. Auf einem Podest und so viele Kerzen. Alle sind schwarz. Schwarze Kerzen. Der Boden unter dem Thron ist ja durchsichtig. Ob ich... Lieber nicht. Da hinten ist noch eine Tür. Bist du ja, schönes Kind. Nein, was wollen Sie? Hast du Angst vor mir? Nein, nein. Küsst die Hand, Euer Gnaden. Steh auf. Ich will mit dir reden. Ja, Euer Gnaden. Weißt du, wer ich bin? Die Gräfin. Gefällt es dir bei uns? Vielleicht. Ach, das klingt nicht sehr überzeugend. Es ist alles so neu für mich. Das verstehe ich, liebe Ilona. Daran gewöhnst du dich. Aber was soll ich hier tun? Du sollst mir Gesellschaft leisten. Sonst nichts? Du hast einen wundervollen Körper. Er wird ihm sehr gefallen. Dem Grafen? Fariak? Ja. Was stellt er mit mir an? Nichts. Wieso? Im Dorf. Was ist im Dorf? Man erzählt sich so schreckliche Dinge von ihnen. Was? Er tötet die Mädchen. Welch ein Unsinn. Was diese dummen Leute alles reden. Ist es nicht so? Nein. Er tötet niemanden. Im Gegenteil. Er gibt ihnen das ewige Leben. Aber es heißt doch... In der Kirche. Papalapap, mir gefällt etwas nicht an dir. Ja, was denn? Nimm die Halskette ab. Wieso? Ich mag das Kreuz nicht. Nein, gnädigste Gräfin. Ich befehle es dir. Es ist ein Geschenk meiner Mutter. Nimm es ab. Also gut. Was machst du da? Ich stecke es ein. Wirf es weg. Nein. Auf den Boden damit. Und jetzt wirf es raus in den Gang. Ja, Gräfin. Hast du es weggeworfen? Sie haben es doch gehört. Gut. Dann komm her.
Was soll ich? Ich zeige dir etwas Schönes. Was ist es? Deinen zukünftigen Herrn und Gebieter. Den Grafen? Ja. Komm her. Zu mir. Sieh nach unten durch die Glasplatte. Er liegt ja im Sarg. Nur am Tag. Ist er nicht faszinierend? Ja, das ist er. Komm, ich zeige dir dein Zimmer. Ein eigenes Zimmer? Ja, dort sind prächtige neue Kleider. Für mich? Ja, damit du würdig bist, von ihm geküsst zu werden. Muss das sein? Er schenkt dir dafür das ewige Leben. Ist das nichts? Hier ist es. Geh hinein. Ja, gnädigste Gräfin. Brunhilde? Ah, da ist sie ja. Brunhilde wird dich baden und waschen. Ich komme wieder, wenn du fertig bist. Dem Zigeunermädchen verschlug es die Sprache. So prachtvoll war der Raum eingerichtet. Brunhilde, eine kräftige Bauernmagd, verbeugte sich demütig. Ilonas Hand umklammerte das kleine Kreuz. Sie hatte es nicht weggeworfen. Der Aufstieg zur Burg machte dem alten Marek große Mühe. Der Weg war steil und in der stärker werdenden Dunkelheit war er immer schlechter zu sehen. Wie kommen wir umgesehen ins Schloss? Eine gute Frage, Karl. Wir müssen warten, bis es Nacht geworden ist. Bis dahin wird es für Ilona zu spät sein, Vater. Das fürchte ich auch. Auf allen Wehrgängen sind Wachen postiert. Es wird nicht einfach, da reinzukommen. Ich habe eine Idee. Ja? Eigentlich müsste der Wagen bald kommen. Welcher Wagen? Na, der Proviantwagen. Für die Vampire? Nicht doch für die anderen, die es da auch gibt. Das ist gut. Wo fangen wir ihn ab? Nur weiter unten. Sonst sieht man uns von der Burg. Ja, kommt. Sind Wachen beim Wagen? Ja, ich habe nie welche gesehen. Es wagt doch niemand, den Wagen zu überfallen. Außer uns. Hier verstecken wir uns am besten, hinter der Böschung. Legt euch hin! Was ist? Einige Vampire kreisen herum. Sie haben uns aber nicht bemerkt. Psst! Der Wagen kommt. Ich werde den Kutscher mit einem Karateschlag außer Gefecht setzen. Was du alles für Sachen kannst, das musst du mir beibringen. Sieh zu, was ich mache, dann lernst du's. Jetzt schon! Hey, was wollt ihr? Herr! Karl, ich hab ihn. Halt die Pferde an. Pack ihn an den Füßen. Wir heben ihn vom Bock. Ja. Was machen wir mit ihm? Rein ins Gebüsch. Ich ziehe mir seine Jacke über. Nimm den Hut. Dann ist sein Gesicht verdeckt. Pass an, Karl. Weg mit ihm. Ja. Unter die Plane mit euch. Ich mache zu. Wir müssen uns noch hinter den Fässern verstecken, falls einer reinsieht. Los! Bis jetzt hat es gut geklappt. Die Wache am Tor nicht misstrauisch wird. Weil ein anderer Kutscher kommt? Ja. Ja, was dann? Dann werde ich von meiner Pistole Gebrauch machen. Ach, uns kann nicht viel passieren. Uns nicht, aber Ilona. Kein schöner Gedanke. Still jetzt! Das Tor kommt in Sicht. Stehen, so bleibt stehen. Was ist los? No, was soll los sein? Ich kenne dich nicht. Ich bin aus dem Dorf. Und was ist mit Gottfried? Gottfried? Oh, der ist krank, liegt beim Feldscher. Heute Mittag ist er noch kerngesund herumgelaufen. Ja, stimmt. Beim Aufladen ist ihm ein Fass Bier auf den Fuß gefallen. Oh, weia. Hat Gottfried auch gesagt. Ja, und Bier ist auch zum Trinken da. Ja, und nicht nur für die Füße. Macht auf, der Proviantwagen.
Das ist ja gut gegangen. Jetzt sind wir drin. Eine gute Burg hat mindestens 3 Tore. Verdammt! Halt an! Mach die Plane auf! Na, was soll das? Macht ihr bei Gottfried auch so ein Theater? Mach die Plane auf! Befehl vom Grafen! Ich hab keine Zeit, ich muss wieder zurück! Ich hab dir gesagt, du sollst aufmachen! Hilf mir beim Abladen, dann kannst du deine Nase reinstecken! Ah, hau ab, Alter! Wo muss ich hin? Zum Provianthaus! Und wo finde ich das? Durchs nächste Tor, dann links! Wer hilft mir beim Abladen? Niemand. Du kannst ja probieren, ob du einen Dummen findest. Ja, ich hab an dich gedacht. Mach, dass du weiterkommst. Das war knapp. Dein Vater war großartig. Ja, das ist er. Ich will mal durch den Spalt der Plane sehen. Was siehst du? Ein Haufen schwer bewaffneter Wachen. Es ist so hell hier. Ja. Überall brennen Fackeln. Psst, da kommt einer. Hey, Alter. Schließ dir den Proviantraum auf. Ja, ist gut. In einer halben Stunde musst du fertig sein. Ja, weiß ich. Hat mir Gottfried schon gesagt. Ruf mich, wenn du fertig bist. Ja. Es gibt wieder Proviant. Hoffentlich hast du auch Schnaps mitgebracht. Gottfried! Verdammt, das ist ja gar nicht Gottfried. Wo ist er? Oh, krank geworden. Aha, naja, das erklärt's. Hey, Moment mal. Dich kenne ich doch, Alter. Mich? Oh, das kann nicht sein. Natürlich, du bist der Vater von der kleinen Zigeunerin. Wache! Auf! Alter! Schließ die Tore! Schließ die Tore! Sie sind weg. Vater! Vater! Das Schwert steckt noch in seiner Brust. Vater! Vater! Garel! Ilona hatte gebadet. Brunhilde, das Bauernmädchen, war ihr mit allerlei Handreichungen hilfreich gewesen, hatte aber kein Wort gesprochen. Wieder versuchte Ilona, ein Gespräch anzufangen. Bist du schon lange hier, Brunhilde? Willst du mit mir reden? Was hast du? Soll ich in deinen Mund sehen? Ja. Oh Gott. Man hat dir die Zunge abgeschnitten. Das ist ja furchtbar. Ich soll dieses Kleid anziehen? Ja. Aus schwarzer Seide. Ja. Innen rot gefüttert. Ja. Wie das Gewand des Grafen. Ja. Ja. Ah, siehst du schön aus. So wirst du dem Grafen gefallen. Komm, mein Kind. Ich möchte aber nicht. Der Graf erwartet dich, meine liebe Ilona. Gregor! Wenn du durch diese Tür zurückkehrst, bist du eine andere. Dann gehörst du zu uns. Da schoss es Ilona 7 Teils durch den Kopf. Sie hatte ihr kleines Kreuz vergessen, ihr einziger Schutz. Karl war neben seinem sterbenden Vater auf die Knie gesunken. Vater, mein Gott, Vater. Karl, ich muss dir etwas sagen. Du darfst nicht reden, Vater. Ich bitte dich. Doch. Ich muss dir dein Erbe... Nicht, Vater. Dein Erbe geben. Vater. Hör zu. Ja. In der Jacke... Ja. Der Pfahl. Töte Farjak damit. Ja, Vater.
Versprich es. Für ihn ist er gemacht. Gut, ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Nimm ihn. Nimm ihn. Ja, Vater. Wir sind die Mareks, die Pfähler. Ja, Vater. Rette Ilona. Alles, Vater, ich tue alles. Nur... Ich sehe deine Mutter. Sie winkt mir. Ja, ich komme. Ich Vater. Zu den Waffen! Verräter im Schloss! Am Provianthaus! Sie sind im Provianthaus! Ergreif ihn! Karl, komm! Nein! Wir müssen fort hier. Mir egal, ich bringe diese Mörder um. Aber nicht so, sie sind in der Überzahl. Da sind sie! Schneidet ihnen den Weg ab! Wir sind eingeschossen. Wir haben sie! Schlag sie tot! Im Land des Vampirs. Das war der erste Teil eines Dreiteilers nach dem Roman von Jason Dark.